Herzlich willkommen zur TPC-Videoserie. In diesem Video möchte ich zeigen, wie man Oberflächenmodelle editieren kann. Wir haben hier bereits ein Oberflächenmodell erstellt aus einer Punktwolke und wollen dann noch gewisse Anpassungen vornehmen. Für das gehen wir ins Tab Oberflächen und haben jetzt hier diverse Befehle für die Editierung zur Verfügung. Ja, das Erste, was ich mache, ist hier die Linie rausnehmen. Das ist anscheinend eine Bruchkante, die eigentlich nicht korrekt ist. Das kann ich machen, indem ich hier auf Oberflächenkomponenten gehe. Das ist ein Befehl, um eigentlich neue Elemente zu einer Oberfläche hinzufügen oder zu entfernen. Also in unserem Fall entfernen. Jetzt muss ich das Element markieren. Und dann sage ich, ich will das von dieser Oberfläche entfernen. Das heisst, das Element wird nicht gelöscht, aber es wird nicht mehr verwendet für die Berechnung der Oberfläche. Eben das Gleiche. Den gleichen Befehl könnt ihr auch verwenden, wenn ich jetzt neue Linien hinzufügen will, z.B. neue Bruchkanten, kann ich die einfach markieren und dann sagen hinzufügen und dann werden die auch in die Oberflächenberechnung reingenommen. Das hat funktioniert. Das ist jetzt nicht mehr drin. Was ich auch machen kann, ist eine Oberflächengrenze erstellen. Wenn ich irgendeinen Umrandungsperimeter habe, kann ich das hier definieren. Ich kann auch neue Bruchkanten zeichnen mit dem Befehl Bruchkanten oder eben auch Oberflächen zusammenfügen und so weiter. Ja, was ich auch machen kann, ist die Oberflächenkanten trimmen. Zum Beispiel hier bei dem Bereich, wo es jetzt da relativ lange Dreiecke gegeben hat, die ich eigentlich nicht will. Die kann ich hier mit dem Befehl Oberflächenkanten trimmen, kann ich das eigentlich erstellen. Bevor ich das mache, zuerst am besten die Punktwolke schnell oder die Oberfläche schnell markieren, sodass man wirklich auch die Dreieckchen sieht. Und dann den Befehl Oberflächenkante trimmen starten. Und jetzt muss man einen Punkt außerhalb von diesen Dreiecken wählen und dann nachher innerhalb. Und jetzt werden dann auch die Dreiecke in diesem Bereich entfernt. Genau, und so kann ich wirklich mit wenigen Klicks kann ich dann auch gewisse Verbesserungen vornehmen. Ups, jetzt bin ich ein bisschen zu schnell gewesen. Dass mein Geländemodell dann auch wirklich so aussieht, wie ich das schlussendlich dann möchte. Was ich auch machen kann, ist Dreiecke drehen, Dreiecke tauschen. Wenn es zum Beispiel nicht dem Gelände entspricht, kann ich es so eigentlich kippen